Erstmal Items zu nehmen. Aprikoko habe ich. Ne, was jetzt? Ne. Alle verschieben. Ja. Okay, der Rest kann ich erstmal drin behalten. Super, dass ich nur noch 10 Bälle habe, aber man kann sich ja schwerer machen, als es eigentlich ist. Was ist das eigentlich? Eine Rauchkugel? Das ist interessant. Okay. Naja, mal gucken. Hast du eigentlich irgendwas, Ikataro? Nee. Okay, dann. Ah, jetzt. Rette ich jetzt das Wächter-Pokémon. Das nächste. Wie hieß das nochmal? Da bist du ja, Tim. Rosalina mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist doch immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner Elysian-Flöte spiele, zeigt es sich sofort. Als ob das jetzt ein Reit-Pokémon wird, das Wächter-Pokémon. Ja gut, ne? Was? Urr. Du zeigst Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Perklan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Ach, jetzt ist es ein Pokémon-Kampf oder was? Du Scheiße. Ja gut, ne? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es ist auch so ein Wächter-Pokémon. Ey, nicht Tempo! Nein. Ja, genau. Haben wir ihn? Ich brauch dich mal. Typ Gestein oder was? Warum ist Wasser so effektiv? Gut, mach mal eine Wasserdüse. Ja, geil. Nee, ich will Kampf machen. Er macht halt immer seine coolen Augen, ey. Ringert meinen Angriff und tötet mich dann. Das ist richtig smart, Ursaluna. Das Gute ist, hier kommt es jetzt eh nicht so auf. Na? Auf Pokémon. Wichtige Pokémon-Team machen an. Ist eher so ein entspanntes Spiel. Das heißt, kann auch mal die Pokémon, die ich eigentlich nicht so mit ins Team nehmen würde, mein Lieblings-Pokémon, mit ins Team nehmen. So, das war's dann, Ursaluna. Kriege ich dich dann auch als Reit-Pokémon? Wäre halt geil. Oh, nice, ich noch. Mein Liebling Ursaluna, du musst von dem ganzen Herumturm richtig erschöpft sein. Vielleicht geht es dir wieder besser, versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Perklans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin den Toxitilger. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Daher können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursaluna verwenden. Ach, schau, scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Genau, ihr von der Galactic-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das in Rage verfallene Xanto beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg.
Doch von Ursaluna ging kein seltsames Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte da noch etwas an Ursalunas Körper, ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, wieso wollte diese Hinatsu vom Diamantel überhaupt mit mir über Ursaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast etwas Wichtiges vergessen. Willst du die Elysienflöte für mich spielen? Natürlich. Ja, wo ist jetzt damit hier? Ursaluna hat sich deine Melodie eingeprägt. Du hältst die Erdtafel von Ursaluna. Ach, ist Typ Erde. Nee, Boden. Diese Steintafel wohnt die Energie des Typs Boden inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typ Bodens. Ursaluna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deine Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Luna? Du kannst Ursaluna nun zu dir rufen, um mit ihm nach Schätzen zu graben. Ui. Ursaluna ist in der Lage, vor ihm vergrabene Schätze zu wittern und eilt auf diese zu. Wenn du siehst, dass Ursalunas Spürnase an einem Ort besonders stark reagiert, solltest du den Y-Knopf drücken, um es nach einem Schatz graben zu lassen. Vielleicht findest du ja die ein oder andere Kostbarkeit. Goll. Achso. Okay. Ja, wie mache ich das jetzt? Hä? Ach so. Ja gut. Ein altes Gedicht 9. Eines der alten Gedichte, die überall in der Hisui-Region ausgegraben werden. Die Anschrift lässt vermuten, dass sie alle von derselben Person verfasst wurden. Möchtest du das Gedicht jetzt lesen? Ja. Hinfort trägt der Strom der Pokémon Gebein und gleichsam auch die Gedanken mein. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die hinfortgetragen schon der Fluss, und die Zahl jener, die noch gehen muss, denn stets ward auch mein Herz gebrochen. Naja. Umschließen noch einmal also. Okay. Ist noch irgendwo was? Wir aber nicht gegen dich kämpfen, kann ich gleich sagen. Chill doch mal, warum rennst du hier eigentlich überall rum? Machst du bei allen Stress? Nicht ich eigentlich hier? Ja. Naja. Ich muss erstmal meine Pokémon heilen. Ja, nur kurz ausruhen. Ah, geil. So, ich. Nach meinem Update zu meinem Pokédex. Oh, da scheint irgendetwas an dir zu hängen, Tim. Was denn? I, ein A inkognito. War das etwa ein Pokémon? Irgendwie erinnert es mich an etwas, wovon mir Volo erzählt hat. Buchstaben gleichende Muster, die an die Wände der Ruinen des Trostus gemeißelt wurden. Möglicherweise haben wir es hier also mit einer Pokémon-Art zu tun, deren Gestalt verschiedene Formen annehmen kann. Lass mich deinem Pokédex einen neuen Abschnitt speziell für dieses Pokémon hinzufügen. Ja, Inkognito heißt es. Ja, danke. Nanu, in dem Abschnitt tauchen plötzlich seltsame Buchstaben auf.
Ein Arceus-Horn hat eben auch reagiert, oder vielleicht zeigt es dir etwas dazu an. Drücke den Y-Knopf, während du die Pokédex-Übersicht siehst, um auf deine Inkognito-Forschungsnotizen zuzugreifen. Entziffere die geheimnisvollen Symbole und folge den Hinweisen, um die versteckten Inkognito zu finden. Die Inkognito werden ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um zu verhindern, dass du mit deinen Pokémon gegen sie kämpfen kannst. Kannst aber versuchen, sie zu fangen. Ah ja. So. Ah, okay. Eine? Kannst nicht lesen. Das erste ist eine. Zeit, das letzte Wort. Eine. Derzeit. Ach, egal. Irgendwas. Was ist jetzt mein Hauptziel? Egal. Als ob ich das einfach so wechseln kann. Alter, jetzt muss ich echt von dem runtergehen. Ziemlich verarschen. Naja. Ich möchte nicht kämpfen. Das stand doch gerade nach Schatzkram. Willst du mich verarschen? Ich kann angegriffen werden, während ich grabe. Ah ja. Hab ich ihn gerade bekommen. Hallo. Och, was mache ich denn? Sonnenstein? Lül. Das war aber jetzt gerade kritisch. Den kaputt. Ah nein! Nicht! Nee, da will ich nicht kämpfen. Ist sie zu stark? Aber ich lasse dich in Ruhe und du lässt mich auch in Ruhe. Aber sag nicht, dass alles im Sumpf vergraben, denn darauf habe ich keine Lust. Ja moin, ein Onix einfach. Und ein Skunkapu. Und tanken in den Skunk-Tank. Ey! Wie hast du mich gesehen? Ja, was soll ich jetzt machen? Achso, einfach warten. Ja. Das Grundtank wäre ich, hätte ich doch schon gerne eigentlich. Ich bin nicht da.
Ich hab doch extra eine Beere hingeworfen. Nein, eben nicht. Das jetzt kaputt machen? Eine Verzerrung im Raum-Zeitgefüge bahnt sich an. Und jetzt? Komm. Geh da hoch! Und eben nicht. Ich darf hier noch nicht lang. Super. Wo ist denn die Verzerrung im Raumzeitgefüge? Soll denn hier irgendwo sein? Da hinten! Da hinten! Oh fuck. Komm ich denn da hin? Ah, scheiße, ich brauch Surfer. Mist. Aber, naja. Oh, Mann. Mal denselben Fehler machen. Keine Azurlandsteine. Komm nicht darüber. Belastend. Einfach zu Protze immer fahren. Gibt ordentlich EP. Und ja. Aber es klappt leider auch nicht immer. Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Wer bist du? Anton! Sag mal, du bist doch ein Mitglied der Galactic-Expedition, oder? Kannst du vielleicht eine Medizin, die Anton von Kopfschmerzen befreien könnte? Die Antons, mit denen ich zusammenlebe, leiden ständig unter Kopfschmerzen. Ich würde ihnen wirklich gerne helfen, aber gewöhnliche Medizin scheint nichts zu bewirken. In der Galactic-Expedition gibt es doch bestimmt jemanden, der sich mit Heilkunde auskennt. Ich bitte dich, hilf mir dabei, eine Medizin für meine Anton zu finden. Alles eine Nebenmission nur? What the fuck? Oh, hallo. Ephelia ist gegangen, um den Forschungstrupp der Galactic-Expedition beizutreten. Frage mich, wo sie jetzt wo ist und was sie gerade macht. Ja, ist der jüngere Bruder von Jona. Sie sind nicht blutsverwandt, aber dennoch Geschwister. Das macht mich dann zu ihrer kleinen Schwester. Ich hatte was verloren, aber Rosaluna war so lieb und hat es mir wiedergefunden. Jetzt möchte ich mal mit den Leuten vom Perklan reden. Ach, ihr seid vom grünen Diamantland. Ich wünschte, ich hätte ein Pokémon, das mir zur Seite steht, wenn ich von wilden Pokémon angegriffen werde. Aber welches Pokémon würde das schon tun? Alle. Alle würden dies tun für dich. Als ob man hier auch reingehen kann. Hört ihr was? Zeit hilft uns zu lernen und an neuen Erfahrungen zu erwachsen. Doch mit dem stetigen Fluss der Zeit wird man auch älter und irgendwann stirbt man. Ah ja. Im Himmel hat sich ein ominöser Riss aufgetan. Hoffen wir, dass das kein schlechtes... Oh. Sorry. Ah, das war der alte Mann. Hoffen wir, dass kein schlechtes oben ist. Ich habe sehr schlechte Manieren. Ja, ja, ich weiß. Stetigen Fluss der Zeit verdanken wir dem ehrwürdigen Sinnoh. Oh, ich hätte nicht so viele Sachen mit... Ich hätte vorher keine Cola trinken sollen, ne? Ja. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Weil wenn man gerade redet und dann... Man denkt, der rutscht einen nicht raus, aber dann... Rutscht er leider doch raus. Und dazu sagt immer, dass die neue Lebensweise der Galactic-Expedition den stetigen Fluss der Zeit veranschauliche. Was wäre, wenn in Wahrheit das ehrwürdige Sinnoh beider Clans existiert?
dann wäre diese Fehde mit dem Perklein doch völlig absurd. Nein, ihr verehrt beide denselben Gott, das ist Arceus. Naja. Aber sowas gibt's halt immer. Zwei unterschiedliche. Wir vom Diamantland können aus Zutaten wie Fittel auch Arznei zubereiten, aber die Galactic-Expedition stellt mittlerweile schon alles Mögliche her. Es zeigt wohl, dass man eben mit der Zeit gehen muss. Auf uns allein gestellt sind wir ziemlich hilflos. Da bitten wir Tressella, uns zu beschützen, wenn wir vom Pokémon angegriffen werden. Enton. Lass mich mal vorbei. Och, ihr scheiß Entonser, Alter. Die sind so fett, ey. Teddy? Oh, ein Teddy Ursa. Der Diamantclan wacht über den Wandel der Zeit und was dieser mit sich bringt. Aber eigentlich ändert sich nie etwas. Der Alltag ist dann nicht so spannend. Bin voll lustig, dass Ursaluna einfach eine Weiterentwicklung von Teddy Ursa ist. Wir vom Diamantclan verehren das ehrwürdige Sinnoh und der Perklan ebenso. Soll da mal einer Schlauter auswerden? Ja, super. Man erzählt sich von einem Helden der Vorzeit, der von 10 Pokémon begleitet wurde. So lange, bevor wir uns hier in Hisui niedergelassen haben. Aber ich finde es schön, dass sich Game Freak dann nur auch neue Pokémon-Arten ausdenkt. Ich habe gehört, dass die Galactic-Expedition einen sogenannten Pokédex erstellt. Den würde ich gerne sehen, sobald er vollständig ist. Naja, ist mein Ziel. War ich jetzt hier schon drin? Ne, ich glaube noch nicht. Pokébälle, dass ihr damit Pokémon fangt, eine schreckliche Vorstellung. Ist eigentlich ganz cool. Junge Leute haben ein natürliches Interesse an ungewöhnlichen Dingen. Kein Wunder, sie bieten ja auch so viele neue Reize und Eindrücke. Schlurp. P. Einfach ganz oft das P machen, ey. Ja. Wer bist du, Außenseiterin? Ja, was hast du zu sagen? Bei Nebel verfehlen Pokémon-Attacken öfter ihr Ziel. Aber Attacken wie Aeroas oder Sternschauer treffen immer. Okay. Oh, was machst du denn hier? Nö. Noch mal eine Rauchkugel vielleicht. Hä? Ich dachte, er sieht mich jetzt nicht. Komm wieder. Oh, richtig smart gelöst. Ja, mach doch was. Nice. Alles alle Items mitnehmen und dann weg. Einfach abgekürzt. Slagta, Honig. Nehmen wir ein Fittlauch. Möchte nicht mit euch kämpfen. Will mir nur eine Vorbeere holen. Muss ich doch dann über... Aua! Aua! Nebulaxe, Alter, überall. Weiß nicht, wo ich bin. Ach, ich sollte direkt zurückgehen. Ach so. Kommst du so schnell her? Ich dachte, du wärst beim anderen Lager.
Ach, du wolltest ja Roselia, stimmt ja. Erstmal möchte ich dem Professor Bericht erstatten. Oh. Was beim Fangen? Pokémon fangen erfolgreich. Ich war bitte erstatte mir Bericht darüber. Ja, hier. Ein paar habe ich schon gefangen. 29 und eine Zahl. Alter, 10.000 kriege ich dafür. Geil. Jetzt bin ich reich. Scheint es mit der Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Hm, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Also Igelava ist jetzt auch fertig zur Pürze. Ja, war ja klar. Habe ich so viel davon gefangen? War recht trotzdem nicht für einen Rangaufstieg. Was müsstest du jetzt machen? Ins Dorf zurückkehren. Dann lass uns nach Jubeldorf zurückkehren. Keine Sorge, der Sicherheitstrupp begleitet uns. Kann uns auch beschützen. Geh schnell zum Büro des Expeditionsleiters. Ja, kannst mich schlecht mitnehmen. Ah, okay. Als ob Sichlor jetzt schon ein höheres Level ist. Ich hab volle Ware kaufe. Sei gegrüßt, ich hab neue. Die Nana-Bären, ja. Ja, gib her. Dankeschön. Ist sie ein Pokémon zu essen, füllt sie seine KP um ein Drittel des Maximalwerts auf. Ist sie ein wildes Pokémon, wird es ruhiger. Geil. Nächste Woche, neue Lieferung. Hast du so? Oh, ein paar Bären, ja, brauche ich nicht. Erstmal kaufe ich mir alle Anleitungen. Achso, hast du eigentlich was Neues? Kartoffelmochis? Ja, ich brauche Kartoffelmochis, noch mehr davon. Rauchknollen. Mir Rauchknollen? Was kann ich verkaufen? Rauchknollen. Jetzt nicht ganz genug. So, das ist. Die Sachen brauche ich für eine Rauchkugel oder was? Hä? What the fuck? Ah ja. Ich hätte anscheinend nur eine. Ja, kannst du neue Items herstellen. Ja. Ja. Anleitung. Ja. Super Arznei. Eine Arznei und ein Stängel Ätherkraut. Ja, kaufe ich mir mal. Reisköder. Offensivvitamine endlich mal und Defensivvitamine endlich mal. Treffervitamine noch nicht. Nee. Aber kann ich mir jetzt hier was kaufen? Ne, ich will nicht tauschen. Ich habe ja ein paar erhalten. Ja, reicht trotzdem noch nicht. Naja. Dann erstatte ich mal dem Expeditionsleiter Bericht. Demboku, ich komme. Wo ist er denn? Oder soll ich Celestis? Ne, Demboku. Demboku, ich bin da. Wo bist du? Da oben. Ah, da ist Diam. Hallo. Hallo, Ehrenmann. Ehrenmann Diam. Tim, hör zu. Wir befinden uns in einer ernsten Lage. Warst du nicht vorne noch unten? Aber egal. Lass mich erklären. Es geht um ein bedeutsames Pokémon für den Diamantland. Tressella, Königin des Bergkamps. Es ist ein Raja. Inazu wusste davon und hat es mir verschwiegen. Eine Königin? Weibliche Pokémon in dieser Position heißen Königinnen und Tressella sind schließlich immer weiblich. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ich bin nach Jubeldorf gekommen, um Hinatsu zur Rede zu stellen, doch sie ist nirgendwo zu finden. Die Kartoffelmochi hat sie sich jedenfalls gut schmecken lassen. Nun ja, die sind schließlich auch meine Spezialität. Hinatsu ist ein Mitglied des Diamantclans. Sollte sie etwas mit dem Ursaluna-Vorfall zu tun haben, könnte das zu einem erneuten Konflikt zwischen den beiden Clans führen. Demboku, wie würde sich die Galactic-Expedition positionieren, wenn es erneut zu einem Konflikt käme? Wir sind unparteiisch. Will das heißen? Unterstützen wir die eine Seite, machen wir uns die andere Seite zum Feind.
Wir sind hergekommen, um uns in Frieden niederzulassen, nicht um in solche Konflikte verwickelt zu werden. Verstehe. Du hast uns damals als das Du angeboten, um ein Gefühl der Vertrautheit zu schaffen und Streit zu vermeiden. Dann kannst du dich jetzt natürlich nicht in unseren Konflikt einmischen. Tim, du hast du nicht eine Idee parat, wie wir vorgehen könnten? Ich kann Orsaluna rufen. Orsaluna? Haben dich Yugao und Orsaluna etwa für würdig befunden? Das ist großartig. Mit Orsaluna können wir Hinatsu anhand ihres Geruchs zeugen. Wenn du von Orsaluna anerkannt wurdest, könnte es dir auch gelingen, Dressella zu prügeln. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns bei der Hoheitsstätte von Dressella, dem Bühnenkampffeld. Tim, du musst alle Pokémon besänftigen, die es auf Menschen abgesehen haben. Wir sind schließlich auf der Suche nach einem friedlichen Leben nach Hisui gekommen. Ja, das mache ich. Aber erst in der nächsten Folge. Und dann werde ich Hinatsu finden. Und jetzt sage ich ciao.